Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Geht's um Folgendes. Es ist ja so, um das mal vorwegzunehmen. Es ist ja schon durch die ganzen Videos, die da im Netz sind, man sieht das ja auch, dass immer mehr Leute diese ganzen Lügen erkennen. Ist ja ein Teil der Gesamtlüge, sage ich mal, ja, was hinsichtlich der NASA ist oder die Form unserer Erde. Wie ihr alle wisst, für mich ist die Erde flach, beziehungsweise Landmasse und Wasser ist flach. Über die Form können wir uns streiten. Mit Beobachtung kann man natürlich eine ganze Menge erkennen, ja. Leider ist es bei vielen noch nicht so, ja. Die meinen noch immer, das, was ihnen erzählt wird und was uns die Wissenschaft und die allgemeine Wissenschaft uns hier erzählt, das entspricht alles der Wahrheit und das wird alles schon so sein. Und ich bin ein, sage ich mal, ein schönes Schaf, was der Herde hinterherläuft, damit ich ja nicht irgendwie auffalle. Ja, das ist ja das Problem bei den meisten. Ja, die wollen ja nicht irgendwo ein Problem kriegen, meine andere Meinung zu haben, weil da könnte ja sein, dass andere über die reden. Auf jeden Fall kommen wir zum Punkt. Ich bin heute mal meine ganzen Abos durchgegangen, beziehungsweise habe mir meine E-Mail mal mir angeguckt und einer meiner Abos ist natürlich auch der Kanal Grow3x7. Und der hat vor 9 Stunden, wie ihr hier sehen könnt, hat der ein Video veröffentlicht, wo eine Frau praktisch einen falschen Raketenstart bzw. einen Raketenstart beobachtet hat. Es geht noch nicht mal um das Film, weil das Video an sich ist natürlich, wenn man so übermannt wird, sage ich mal, ja, das ist ja emotional, ist ja, wenn man auf einmal irgendwas am Himmel sieht, wo man sieht, das ist eine Rakete und man will das dann filmen, gerade nachts. Und die meisten haben natürlich auch nicht irgendwelche super Technik, die sie dann nutzen können. Aber man sieht es an der Emotion und an dem Ganzen, dass die Frau praktisch diesen falschen Raketenstart wirklich erlebt hat. Und hier geht es um Folgendes. Die Frau wohnt in Jacksonville. Zeige ich gleich noch, wo das ist. Wenn wir da ins Detail gehen. Das ist, nur mal so vorweg, das ist ungefähr 250 Kilometer, 220, 250 Kilometer nördlich von Cape Canaveral. Und die hat sich praktisch bei dem Grow3x7 gemeldet, weil die halt die Beobachtung gemacht hat. Die wohnt da in der Nähe am Strand. Und hat zweimal zwei Raketen gesehen, und zwar einmal am 18. Juli und einmal am 19. August. Und das ist natürlich technisch gar nicht möglich. Der Crow hat das jetzt nicht so genau ausgeschmückt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache das hier mal für die deutschen Zuschauer auch oder für meine deutschen Abonnenten, mache ich das mal ein bisschen spezifisch. Wir gehen mal in die einzelnen Punkte rein, wo wir dann auch genau erkennen können, dass hier praktisch diese Raketen nie ins Weltall starten, sondern die irgendwo im Meer irgendwo versenkt werden. Ja? Und wir somit natürlich einen klaren Beweis hätten, dass keine Rakete in den Weltraum fliegt. Wir steigen mal ein und ich habe mal das Interview mal geladen, und zwar gehen wir das mal einzeln so ein bisschen durch. Im Durchgehen praktisch werde ich dann die Beweise bringen, beziehungsweise die Beweisführung, warum die Frau das, was sie gesehen hat, weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie ein gelber Lichtstrahl genau zu dem Zeitpunkt oder sagen wir ein paar Minuten später über ihren Kopf hinweg fliegt, wobei die Rakete, die von Cape Canaveral startet, da starten alle Raketen, praktisch in eine ganz andere Richtung fliegen. Aber schauen wir uns das mal genau an. Wir gehen das mal durch. So, am Anfang des Films, den Groß 777 hochgeladen hat, geht es darum, dass die Frau sich erstmal vorstellt, so und so, wo sie wohnt, und dass sie dem großen Kanal ungefähr ein Jahr folgt und heute sich mit dem Video oder mit der Beobachtung, die sie gemacht hat, an ihn gewandt hat, und der Crow hat mit ihr ein Interview geführt, wahrscheinlich über Skype, um diese Sachen, die sie beobachtet hat, genau festzustellen. So, wir gehen mal rein. Okay, cool. So it was
Okay, cool. So it was pretty intriguing when you emailed me, because I've always wondered how long it would be before eyewitnesses start to step forward. Also hier sagt sie auch nochmal, dass natürlich er sich immer noch die Frage oder die Frage gestellt hat, wie lange es dauern wird, bis ein Augenzeuge, der da in der Nähe von Cape Canaveral wohnt, diese Sachen, der solche Sachen beobachtet wie Raketenstarts, der dann mal, sag ich mal, nach außen geht, um die Sache mal ein bisschen aufzudecken, beziehungsweise um das auch mal zu berichten, wie er das gesehen hat oder was er gesehen hat. Ja. I would say less than a year ago, there was a launch down in Florida where on the news they showed a rocket, even as they always show on the news, but people in the area saw the rocket go over their neighborhood and thought something was blowing up over their neighborhood, and this was not covered on the news at all. It was just another fake rocket launch. But let's jump right in. You, about a month ago on the full moon, if I'm getting this correct, you can correct anything I get wrong. About a month ago on a full moon, you witnessed a SpaceX launch and realized that it was not going to space, and so last night, which was a full moon, was very close to a full moon, you knew there was going to be another launch, so you were all over it with your camera. Aha. Also, am 18., wie ich vorhin schon erwähnt habe, am 18. Juli, da war ein SpaceX-Flight. Und da wollen wir mal kurz uns das angucken. Und zwar war das, ich nehme hier mal in dem Fall Wikipedia, ja, bleibt mir keine andere Quelle. Aber hier geht es darum, also am 18. Juli hat sie, der war um 4.45 Uhr morgens, hat sie einen Raketenstart beobachtet, beziehungsweise einen Flug beobachtet. Am 18. Juli, da war der SpaceX CRS 9 Flug, das kann man hier auch nochmal lesen, 18. Juli, und das war praktisch ein Serviceflug, um Material zur ISS zu bringen. Das Interessante, was hierbei ist, ist auch, dass dieser sogenannte International Docking Adapter, und dieser International Docking Adapter wurde auch mit dieser Mission praktisch zur ISS gebracht. Und dieser Adapter wurde ja gestern in der ISS oder an der ISS angebracht. Also, wenn wir jetzt weitergehen, also diese Frau Jessie hat praktisch nördlich, wollen uns das mal kurz angucken, nördlich von Cape Canaveral wohnt. Also hier ist Cape Canaveral, da wo die Raketen starten. Und sie wohnt ca. 220 Kilometer sind das, ungefähr von der Strecke her, in Jacksonville, unterhalb ein bisschen da am Strand irgendwie. Und an dem 18. war sie natürlich auch nicht vorbereitet, sagt sie auch dem Crow, und hat sich nur gewundert, dass die Rakete praktisch sehr tief parallel zur Erde fliegt, in ihre Richtung, und einen sogenannten kontrollierten Flug macht. Also kurz bevor die Rakete ist praktisch über ihren Kopf hinweg und hat dann einen kontrollierten Linksturn gemacht, also so eine Abweichung, wie kontrolliert praktisch in Richtung Ozean. Ja. Und das hat sie natürlich auch verwundert, weil ganz einfach das auf der einen Seite gar nicht sein kann. Da sage ich gleich was zu. Und dass die Rakete so tief geflogen ist, ja, und dann so eine Art wie eine kontrollierte Kurve fliegt, ist ja möglich, die Techniken sind vorhanden, dass die praktisch da die Rakete in Richtung Ozean zum Abstürzen gebracht haben, ja.
Wenn wir uns jetzt das mal genau angucken, dann sehen wir da sehr viele Ungereimtheiten. Zum einen ist der Punkt, dass die Rakete nie in diese Richtung fliegt, Richtung Norden. Alle Raketenstarts, und das werden wir gleich an dieser SpaceX mal genau festmachen, fliegen in Richtung Osten. Das heißt in Richtung Meer. Alleine schon offiziell aus dem Grund, wenn die Rakete in diese Richtung Norden fliegen würde, könnte ja irgendein Unfall passieren, die Rakete explodiert und landet hier, weiß ich was, auf einer Stadt oder so. Und es passiert dann Unheil. Also die fliegen automatisch, nur mal rein vom Gedanken her schon automatisch, offiziell in Richtung dieses Flugpfades, also Richtung Osten. Und das kann man sehr gut festmachen, wenn wir uns das nochmal angucken. Und zwar sieht man das auch hier sehr gut. Nämlich bei SpaceX ist dieser Punkt, dass hier zum Beispiel, hier unten ist Cape Canaveral, die Rakete startet angeblich. Und wir wissen ja, bei SpaceX gibt es ja die wundersame Landung. Das heißt, die Brennstufe, die landet wieder irgendwo im Meer, nämlich auf einem, sag ich mal, schwimmenden Ponton oder sowas, oder wie das Ding heißt, ja, so eine Art schwimmendes Schiff, ja, auf so einer Vorrichtung. Aber das sieht man auch, dass das praktisch im Meer ist, das zeige ich auch gleich nochmal in einer anderen Sequenz, dass praktisch die Landung auf dem Meer erfolgen würde. Das ist natürlich alles gefälscht, ja, das sieht man ja auch offiziell. Also wer das glaubt, dass das echt ist, dass das Ding da landen kann, der hat sich noch nicht richtig informiert. Aber unabhängig davon, Fakt ist eins, die Rakete fliegt nicht nach Norden, sondern die fliegt nach Osten. Sie kann das nicht sehen, ja, sie kann es von da nicht sehen, vor allen Dingen nicht. Man muss sich das ja auch so vorstellen. Die Leute denken ja, oder ich sehe das auch, manchmal in Kommentaren, dass die Leute schreiben, ja, ich habe Satelliten schon gesehen. Leute, du kannst keinen Satelliten sehen. Das ist nicht möglich. Ja? Wenn du in den Himmel guckst, tagsüber, und siehst ein Flugzeug, was in 10 Kilometer Höhe fliegt, musst du dir mal vorstellen, dass wir werden jetzt nochmal 20 Kilometer Höhe, unabhängig davon, dass es gar keine Satelliten da oben gibt. Aber das ist ein anderes Thema, ja. Aber du hast 20 Kilometer Höhe, also machst noch 10 Kilometer drauf zu dem Flugzeug, dann siehst du schon mal nichts mehr. Oder machst noch mal 10 Kilometer drauf. So muss man sich vorstellen, Satelliten fliegen in 400 Kilometern Höhe, ja. Also 280 höher, 400 Kilometern bis 36.000 und noch weiter. Ja, das sind ganz verrückte Zahlen. Habe ich alles schon gezeigt in meinem Film. Also, jetzt schreibt nicht so einen Kram, da kannst du keinen, du kannst keinen Satelliten sehen, das ist auch nicht mehr, auch nicht nachts, ja, die sind nicht angestrahlt, das ist undenkbar, ja. Aber kommen wir zum Thema zurück. Das heißt also, die Rakete fliegt immer gegen Osten. Und das wollen wir uns jetzt gerade nochmal angucken, nämlich den Raketenstart von dieser SpaceX. Und dann sieht man auch, wie schnell die in eine gewisse Höhe fliegen, sodass man die auch gar nicht mehr sehen könnte. Also diese Frau, die genau diese SpaceX gesehen hat, die hätte gar nicht die Rakete sehen können, weil die schon viel zu hoch oder viel zu weit entfernt ist. Ja, aber schauen wir uns das mal ganz kurz an, dann sieht man das. Also die Rakete startet angeblich, ich spule das hier mal ein bisschen vor, und das wird bei 6 Kilometer, geht also ziemlich schnell, 36 Sekunden unterwegs, 37, hier oben ist die in dem blauen, ist praktisch die Zeit angegeben, 3,6 Kilometer. Jetzt wäre sie schon so hoch, wie ein Flugzeug fliegt, ja, 10 Kilometer max.
also normales Linienflugzeug. Ich rede jetzt hier nicht von der U2 oder so. Das wäre jetzt bald Ende. Also man sieht, in einer Minute ist die schon 17 Kilometer hoch, da ist Ende. Aber gegen Osten, also das wäre undenkbar, dass die diese Rakete sehen könnte. So, hier will ich auch noch mal kurz zeigen, das wäre der eigentliche Flugpfad gewesen, der offiziell ist. Aber wie wir hier nachher auch in diesem Video sehen, was natürlich von der Qualität ja da nachts erstmal natürlich und mit einer schlechten Kamera und natürlich siehst du nur das Triebwerk, praktisch, weil das praktisch die Rakete über ihren Kopf hinweg flog und dann konnte sie natürlich den Lichteffekt oder das Triebwerk Licht sehen oder das Triebwerk sehen und den Raketenantrieb. So, hier sehen wir auch noch mal ganz kurz diesen offiziellen Flugpfad von der Falcon 9. Natürlich sieht man auch, dass die Rakete A Punkt Richtung Osten fliegt und wird natürlich in einer sehr schnellen Geschwindigkeit oder in sehr kurzer Zeit, 155 Sekunden, 174 Sekunden, macht die schon diesen Bogen. Das heißt, da ist sie schon ganz weit weg, wenn das offiziell so wäre. Aber die Frau hat das ja praktisch gefilmt, wo die Rakete über ihren Kopf flog, konnte sie praktisch das Triebwerk sehen, von hinten. Sie hat die Rakete praktisch von hinten dann gesehen, ne? Und natürlich Richtung Norden und nicht Richtung Osten, ja, was ja rein praktisch und offiziell gar nicht sein kann, zeige ich gleich. Hier sehen wir auch nochmal so einen Launch so von der Falcon 9, wie das geht. Und das sieht man auch ganz klar, dass da ein Bogen drin ist, dass die Rakete da nicht in den Weltraum fliegt, ja. Das sieht ja ein Blinder. Ja? Wenn ich dem Kind das zeige, dann sagt man, fliegt das Gerät hier in den Weltraum? Dann sagt das nein. Ja? Allein von der Intuition her, vom Inneren her. Ja? Und hier auch nochmal ein Bild von einer Rakete, macht einen schönen Bogen. Und es sieht nicht aus, als ob diese in den Weltraum fliegen würde. Ja? Hier auch nochmal. Von dieser Rakete. So, wenn wir jetzt weitergehen, am 20., also gestern, hat sie dann überlegt, wo sie dann am 1. 18. Juli das gesehen hatte, mit diesem, das Triebwerk, da hat sie gesagt, Mensch, heute ist auch nochmal ein schöner Tag, also das Wetter scheint einigermaßen in Ordnung zu sein, sie sagte, hat keiner gesprüht, war Vollmond. Und da hat es sich dann vorbereitet und hatte dann einen Raketenstart sich angeguckt. Und zwar war das von der United Launch Alliance. Und die United Launch Alliance ist praktisch Militär. Und das Militär hat praktisch eine Delta IV Rakete gestern gestartet und hat irgendwelche Satelliten da ins Weltall geschickt, angeblich, ja. Und da konnte sie sich ein bisschen vorbereiten, deswegen hat sie auch dieses Video machen können, das ist ja von gestern, um da dieses Triebwerk zu sehen, ja. Weil von dieser Falcon 9, da war sie überrascht, dass überhaupt sowas da kommt, ja. Dass da eine Rakete lang fliegt nachts oder morgen früh, so um 4.45 Uhr. Und wir wollen uns das nochmal ganz kurz angucken hier. Also hier sieht man auch, United Launch Alliance successfully launches Mission for US Air Force. Also angeblich hat die US Air Force gestern um 12.52 Uhr nachts, AM, ja, eine Rakete gestartet mit irgendwelchen Satelliten an Bord. Okay, das ist das. Praktisch eine so Informationsbroschüre über das ULA Launch, über diese Rakete Delta 4.
Hier sieht man natürlich auch wieder die Eule. Wer sich auskennt, weiß, was die Eule bedeutet. Für alle anderen, die noch schlafen, informiert euch darüber. Hat was ungefähr mit Bohemia Groove zu tun. Ja? Aber unabhängig davon. So, hier kann man nämlich sehr gut erkennen. Ich will das mal hier ein bisschen größer machen. Dann kann man das... Also hier sieht man das auch nochmal. Hier ist Cape Canaveral, Tel 4, sagen wir mal ungefähr. Also hier dieser Punkt. Und dann fliegt die Rakete praktisch hier gegen Osten. Und hier wäre ungefähr in dem Bereich wäre Jacksonville. Ja, also das ist schon mal eine Riesenstrecke. Sie könnte diese Rakete gar nicht sehen. Also die fliegen alle Richtung Osten. Mach das mal kleiner und dann wollen wir uns noch mal das angucken im Video. Und da, das ist praktisch das Originalvideo von gestern, wie die Rakete angeblich fliegt. Quickly after liftoff, Delta begins its initial pitch and yaw maneuvers to attain the proper ascent profile and minimize aerodynamic loads. Delta. Mach das mal ein bisschen vor, dass man das. Also praktisch hier sieht man auch. Hier ist Cape Canaveral, da wo der grüne Strich anfängt, und hier ist irgendwo Jacksonville. Also fliegen die Richtung Osten runter von vorne gesehen. Gehen wir mal weiter. US Air Force Symbol ist klar. Und das ist praktisch die Rakete oder das Triebwerk hat sich gestern Nacht da um kurz vor 1, hier sieht man auch Militärleute, alle 1, 2, 3. Wenn man sagt, NASA hat nichts mit Militär zu tun, es ist rein Militär. Ja. Die verkaufen das halt den Menschen sehr gut. Das ist ein anderes Thema. Ich will das noch ein bisschen vorspielen, ob wir was Interessantes hier sehen. Also praktisch der Start. Richtung Osten. Altitude passing 2.2 nautical miles, 37 seconds in. Also das ist auch nochmal praktisch. Das ist auch nochmal praktisch. Ungefähr so hat sie das gesehen. Man kann das natürlich, das ist jetzt natürlich Profi-Equipment, halt in schlechterer Qualität. So hat sie die Rakete gesehen, wie sie über ihren Kopf hinweg ist in ihre Richtung, wo sie dann abgedreht ist. Also die Rakete ist Richtung Norden, hier fliegt sie ja gegen Osten, ja, so wie wir eben gerade gesehen haben. Ne? Aber ungefähr so muss man sich ja vorstellen, ein bisschen schwächer. Ne? Ja, hier sieht man auch, dann geht es dann weiter. Passing 2 minutes. Altitude now 29.4 nautical miles, velocity 6000 feet per second, downrange. Und hier sieht man dann wieder nur die Animation, die uns hier als echten Raketenstart verkauft werden. Sean! Sean! Watch, it's coming! It's coming! Look! I'm telling you! That shit doesn't go anywhere. That thing doesn't go anywhere.
Look at it. Hurry up. Come here. Look. Come over here. You can see it because I can see it. Look. Look at the rocket. Look at it. Look at where it's going. Please, look it. Look. That shit doesn't go anywhere. They just bring it all the way up here. Do you see it? Holy fuck. I told you. This is what happened full moon, last launch of the SpaceX. I saw this come right over the house, and then watch, it's gonna make a hard right. I gotta go to the front and capture this. Look, do you see it? I'm watching. It's coming towards us. They guide this thing. I gotta pause it. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist natürlich ganz klar, man sieht an der Emotion der Frau, die ist nervös, die kann kaum die Kamera halten. Das ist natürlich ein unwahrscheinlicher Augenblick, ja, dass gerade in ihre Richtung, ja, wahrscheinlich wohnen die noch nicht so lange da, dass da eine Rakete übers Haus fliegt, ja. Und mir bleibt nur zu sagen, recherchiert alles, hinterfragt alles, ja, glaubt mir persönlich nicht, ja, aber hinterfragt die Dinge. Es ist natürlich so, dass die meisten Informationen zu Hause sind, haben natürlich viele ein Problem mit. Ich versuche halt auch so Sachen in der Zukunft auch ins Deutsche dann, beziehungsweise auch in Deutsch zu präsentieren, aber die Sachen kommen immer mehr ins Tageslicht, es wachen die Leute auf und decken diese Geschichten der Wissenschaft. Da ist ja gerade der Kanal Planate Veritas, da bin ich ab und zu mal bei einem Hangout eingeladen. Besucht den Kanal mal, guckt euch die Sachen an, der Mann ist von Stanford auch und studiert in Stanford, der hinterfragt die wissenschaftlichen Papiere und Dokumente, die uns da vor die Nase gesetzt werden. Ich wünsche euch alles Liebe und bis demnächst. Ciao.